Guten Nachmittag. Ja, ich habe keine Angst. Ich habe das Video extra so genannt. Angst hat man vor unbekannten Dingen, die bedrohlich wirken könnten. Ich habe dazu übrigens auch ein Video gemacht, aber darauf kommt es jetzt nicht an. Das ist wieder ein Nachtrag, der mich wieder bestätigt hat. Ich werde hier, auf dieses Video, werde ich am Schluss verlinken. Es geht am besten, wenn ich das jetzt hier oben täte, das würde allzu sehr ablenken. Also, es kommt wirklich nur letzten Endes auf Bildung an. Bilden, sich ein Bild machen. Sich selbst ein Bild machen oder anderen ein Bild machen. Denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Die Menschen bilden. Macht was. Macht das. Und macht das gut. Aber nochmal kurz, was ist passiert? Ja, auf dieses Video werde ich, wie gesagt, verlinken. Beste Nachrichten. Und ich komme mal zu den Begriffen Evidenz. Ihr könnt dann gleich loslegen. Ich gebe euch jetzt genug Munition, die ihr sofort in die Tasten haut und kommentieren müsst. Evidenz, das Evidenzsein, unmittelbare und vollständige Einsichtigkeit, Deutlichkeit, Gewissheit, Evidenz einer Tatsache, zum Beispiel, das ist ein Beispiel, oder unumstößliche Tatsache, eine faktische Gegebenheit. Und dann gibt es doch Leute, und haltet euch zurück, das kommt noch besser, die sagen, das ist auch wieder ein Beispielsatz hier über Google, aller empirischen Evidenz, also empirisch heißt der Erfahrung gemäß, aller empirischen Evidenz zum Trotz hält er an dieser Theorie fest. Ja, wir wissen alle, wer damit gemeint ist. Und, ne? Evidenzbasierte Medizin ist mir noch untergekommen. Und zwar eine Medizin, die sich auf empirische Belege stützt. Auf empirische Belege gestützte Heilkunde. Also Erfahrung, viele Erfahrungen und darauf sagen, na, wenn das hilft oder wenn das nicht ist, dann müssen wir auch nichts tun, beziehungsweise wenn es hilft, dann können wir das und das tun. Sie erhebt ausdrücklich die Forderung, dass bei einer medizinischen Behandlung patientenorientierte Entscheidungen, also wirklich zum Wohle des Patienten, nach Möglichkeit auf der Grundlage von empirisch nachgewiesener Wirksamkeit getroffen werden sollen. Nochmal zu dem Thema Methadon, da denken alle, oh Hilfe, das ist ja das für die Junkies. Ja, das ist es auch, aber geht zum Schluss auf dieses Video und auf diesen Kanal und ihr werdet sehen, dass man das gar nicht in riesigen Mengen einnimmt und so weiter, dass es gar nicht mit Junkie zu tun hat. Und die Nebenwirkungen sind lächerlich. Methadon ist letzten Endes sogar von der WHO mit in die Liste der lebensnotwendigen Medikamente aufgenommen worden. Also man muss es bloß entsprechend anwenden und entsprechend verkaufen. Es geht um die Dosis, das sagt er schon Paracelsus. Auf die Dosis kommt es an. Wenn es zu viel zerreißt den Sack, ist eine alte Müllerweisheit. Naja, gut. So, und jetzt, das wird in Evidenzklassen aufgeteilt. Und jetzt gebe ich das Stichwort nochmal. Und da werden dann wieder viele ihre Tasten nicht halten können, sondern reinhauen, dass das nur so glüht. Und zwar von der höchsten Evidenzstufe, also mit Review und hochwertigen Studien und so weiter, bis zur niedrigsten Evidenzstufe 4. Und zwar Meinung und Überzeugung von angesehenen Autoritäten. Na, von wem werden diese in Anführungsstrichen Autoritäten dann angesehen? Mit klinischer Erfahrung haben die dann meistens auch nicht. Und von Expertenkommissionen. Experte ist jemand, der zwar meinetwegen kein Arzt ist, aber sich viel Wissen angeeignet hat. Aber es wird ja jeder heutzutage Experte genannt. Ja, das bis dahin. Kommen wir nochmal kurz zurück. Leute, es ist wirklich so. Wenn man sich bildet, dann weiß man um irgendwelche Gefahren und kann diese vermeiden, beziehungsweise ist ganz beruhigt, hat keine Angst. Ich habe keine Angst. Eigentlich ja vor übermäßigen Schmerzen vielleicht, die von Krankheiten kommen könnten. Oder aber welche denn? Wogegen kann man denn heutzutage nichts mehr machen? Ja, ich weiß, ja, da gibt es noch einige. Ist schon gut. So, und wieder, Leute, macht was. Bildet eure Kinder, damit die keine Angst mehr haben müssen, so wie es heutzutage überall noch zu sehen ist. Macht was und macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.